Hallihallo, meine Clowny-Krieger, und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir stehen immer noch in den Essenssaal und bringen jetzt einfach mal ein paar Sachen. Oger und Nachbar. So sehr. So. Ich sehe einen Weg hinaus, aber wir erreichen ihn nicht. Dann das nächste Ding sprengen. Sturm. Ah, es ist noch nicht hoch genug. Zack. Jetzt muss ich werfen wollte. Weg. Dir.
los oder was? Ja? So. Hier ist der Jarl. Da vorne ist was. Okay, das war's nicht, was ich in die Luft jagen wollte. Scheiße. Siehst du, ihm geht's gut. Dachte ich, verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchen. Ja, ist besser so. Immer noch besser verschwinden von denen. Sehr schön. Zum Geschäft. Verkaufen. Unser Onkel sieht schon seit Jahren nicht mehr klar. Solange der Vater ihn glaubt, tun wir es auch. Also hör auf zu reden. Konzentrier dich und hilf mir, sie zu finden. Wir dürfen Vater nicht enttäuschen. Oh, ich scheuer dir gleich eine. Nein, wir dürfen Vater nicht enttäuschen. Jetzt such weiter. Ich scheuer dir gleich eine. Tschüss, Rache. Tamaturs Atem. Okay. Ich scheue dir gleich eine Sache da. Launbogen verbessern. Das fällt uns Stahl. Aufgebessert. So, Brustschutz. Ja, junger Freund. Da hat schon eigentlich was Gutes. Da. Simmers, ach, diese schwellende Glut, ne? Wo gibt's die überhaupt? Es gibt so viele harte Sachen, die ich mir eigentlich bauen wollte, aber kann ich nicht. Da fehlt noch ein vergessenes Herz. Brustbleitspringers, da fehlt noch ein Springer-Ding. Dann kann ich die bauen. Bis jo. Zum nächsten Ciao. Mal, Freunde. Zack, Silber habe ich mitgenommen da, genau. Warte mal. Hier ist mir noch eine Truhe. Sehr schön. Du bist der Relikt der Schatten. So, da müssen wir da rüber. Okay. Dahin. Zack. Und da runter. Hoppala. Stück von Meißel beschaffen. Beeilung! Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Oh. Zu spät. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh.
wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Oh Gott. Kassa. Magni Modi. Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami!
Hör nicht auf ihn, Kleiner! Er will dich nur reizen! Weg! Torsöhne! Könnt es gern versuchen! Kopf! Tut mir leid! War das zu viel? Weg! Pass auf! Hier drüben, Schwachkopf! Scheiße! Weg! Los geht's! Auf der richtigen Seite! Junge, konzentriere dich! Verpiss dich! Weg, Mädchen, Tier! Geh mir nicht auf den Sack! Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig.
Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Alter Schwede. Wir sollten ihn im Auge behalten. Legierung. Frostflamme. So. Und zack. Zack. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleiche. Echt jetzt? Ihr könnt euch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Und wie macht man das jetzt? So? Nee. Wie geht das jetzt? Ich kapiere es gerade noch nicht. Nee, da nicht. Da. Yes. Interessant, so gehen die Türen also auf. Das ist schon mal zu wissen, das ist gut zu wissen jetzt. Und der ist abgehauen, der andere. Der Kleine ist krank. Alter Schwede. So. Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Wenn man selber ein Gott ist, kann man auch Götter töten. Da oben. Ah, die ist das offen. Die nehme ich mit. Das ist meiner. Fester Stahl. Hopp. Hopp. Was ist, wenn ich jetzt so hier runter gehe? Kann der Junge dann die Sachen lesen? Nicht wirklich, oder? Schade. Schade. Na gut, dann wieder hoch. Zack. 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 Und zack. Machen wir es halt so. Kette runter. Und. Wupp. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Moment. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Aber wie geht's zurück? So. Wo sollen wir Die Axt verbessern.
Wir haben nicht mal wieder hier eine Frostflamme. Deine Gegner können einpacken. Vorsicht vor den Draugar! Ja. Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja. Da nicht. Wir müssen die Tür suchen. Hier. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Das könnte bedeutsam sein. So, wir brauchen die Truhe. Ja. Zack. Ja, damit. Hopp. Stahl. Das ist wichtig, aber wo ist der andere Leuchtkristall? Hier ist das Ding, aber wo ist der Leuchtkristall? Shit. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Vielleicht kommen wir dran. Schauen wir mal. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Das ist ein Weg zum Ausgang, auf der anderen Seite. Jetzt fange ich auch schon an rumzusten hier. Weil es den Jungen nicht gut geht. Komm schon, dreh das Ding fest. Das war die Lösung. Hopp, 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 hopp. Och, die Kette. Und wieder so eine Tür. Ah. Da. Open. Open die Tür.
Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Na, dann mal wieder hoch hier. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Was ist denn das hier für eine Tür? Vater, da drüben! Ah, falsch. Noch eins. Na, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte... Komm, Junge. Alles klar. Mehr als nur Mythen. Da haben wir noch was. Warum ist da was Blaues? Was ist hier los? Wo bin ich hier? So, hopp. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Okay. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja. Eieiei. So, ich hole mir mal die Sachen aus den Drohnen. Geprägtes Wappen der List. Okay, ich bin voll live und wir gehen mal da rein. Oh. Hallo. Eine Walküre. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Oh ja. Wow. Was weißt du? Sie weiß es. Inside. Oh Gott! Ich glaube, der Blitz juckt die wenig. Damage.
was? Ist ja bald Schild durchbrochen. Wäre ich auch für, jetzt können wir vergessen. Nein. Die hat uns gut bearbeitet. Scheiß die waren dann. Also die können wir noch nicht fighten. Da fehlt uns auch ein bisschen was. Nee, Junge, da nicht rein. Du, die fight ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja reiner Selbstmord bis jetzt. Das machen wir noch nicht. Obwohl ich sie gerne umbringen würde, also... Sie ist schon machbar, muss man sagen, aber uns fehlt halt echt... noch ein bisschen was dafür. Fordert Vitalität. Da sagt mir das Ding schon, ey, du brauchst mehr Leben. Klasse. Das ist echt toll. Also, nö, noch nicht. Auf keinen Fall. Aber mit der Walküre beenden wir den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.